Moin moin, liebe Leute. In einem meiner letzten Videos habe ich mit angepasster Taktik am winterlichen Fluss auf Wels und auf Karpfen gleichzeitig geangelt. Habe dabei einen schönen Wels gefangen, für ein deutsches Gewässer schon nicht schlecht. Und der Erfolg dieses Videos war für mich ziemlich überwältigend. Es gab echt viele Aufrufe, viele positive Kommentare dazu. Und deshalb habe ich mir dann gleich gedacht, legst du doch noch mal ein Video hinterher. Habe jetzt eine gute Winterphase abgewartet. Es ist jetzt schon seit 2 Tagen recht mild, dafür ziemlich windig. Aber wie gesagt, die Wassertemperatur und die Außentemperatur, die stimmen jetzt auf jeden Fall, um es nochmal auf Karpfen und auf Wels zu probieren. Und deshalb habe ich mir gedacht, jetzt ist die Gelegenheit, das nochmal zu machen. Wie gesagt, der Wind stört mich ein bisschen beim Angeln nicht so, aber beim Filmen. Ich hoffe, das geht mit dem Ton trotzdem. Wenn es da mal ein paar Störungen geben sollte, bitte ich das zu entschuldigen. Aber ich glaube, wenn die Angelbedingungen stimmen, kennt ihr ja besser dann oder selbst am besten, dann wollt ihr raus ans Wasser. Und so geht es mir jetzt auch. Und ich habe letztes Mal, wer den Film gesehen hat, habe ich mit kleinen Boilies geangelt an der einen Route und mit großen Boilies an der anderen Route und hatte so mit den kleinen Boilies eher so den die Zielrichtung Karpfen und mit dem großen XXL Boilie hatte ich gedacht, fängst den Wels mit. War dann so auf dem Trichter, Karpfen wird wahrscheinlich eher beißen als Wels, war dann aber nicht so. Ich hatte zweimal auf Karpfen, zweimal auf Wels, also an den beiden Sessions keinen einzigen Karpfen gefangen, sondern dann am Ende ein Wels, was für Deutschland, für Winter schon nicht schlecht ist, finde ich. Das habe ich auch damals gesagt, dass man bei den deutschen Verhältnissen ein bisschen gucken muss. 2 Meter Fische sind in Deutschland an vielen Gewässern doch noch unrealistisch, obwohl mir viele in den Kommentaren geschrieben haben, dass es in ihren Gewässern 2 Meter Fische gibt im Rhein und so. Das ist super. Ich denke, das wird in nächster Zeit auch noch besser werden in Deutschland. Aber an vielen kleineren Gewässern, so gerade an dem kleinen Fluss, den ich beangel jetzt im Winter, muss man doch mit kleineren Welsen zurechtkommen. Aber trotzdem, am Karpfengerät machen die ja dann doch viel Spaß. Und da die Bedingungen auf Wels irgendwie jetzt besser zu sein scheinen, habe ich mich so ein bisschen mehr auf Wels konzentriert. Klar kann da noch ein Karpfen beißen, aber ich habe meine Taktik so ein bisschen angepasst. Und wie gesagt, letztes Mal mit kleinen Boilies und mit großen Boilies. Und diesmal habe ich, zeige ich jetzt mal in die Kamera, natürlich mal wieder meine großen Boilies dabei, weil das letztes Mal so gut geklappt hat. 30 mm Boilies. Die werde ich nachher noch ein bisschen verfeinern. Das ist ein Unterschied zum ersten Video, das zeige ich dann gleich noch. Und an die andere Route, da lasse ich die kleinen Boilies diesmal weg, weil ich denke, da willst du auch einen Wels mitfangen. Da kann aber auch ein Karpfen drauf beißen. Und zwar habe ich dafür hier so XXL Pellets. Die habe ich schon mal in einem anderen Video auf Karpfen auch gefischt. Und die gehen bestimmt auch auf Wels. Da habe ich am Ebo schon mal mit erfolgreich geangelt. Also da kann was mitgehen. Also Boilies an der einen Route, große Boilies und große Pellets an der anderen Route. Und wie ich jetzt genau das mache mit den Pellets und mit den Boilies, das zeige ich euch im nächsten Schritt. Erstmal zum klassischen Boilie. Habe hier den 30 mm Boilie auf ein ganz normales Haarvorfach gezogen, was sich auch zum Karpfenangeln eignet. Allerdings ist der Haken jetzt hier ein bisschen größer, weil ich ein bisschen mehr Kraft ausüben will, ein bisschen größeren Haken beim Welsangeln haben will, der dann auch gut greifen kann. Das Welsmaul, wer sich so eine Luke schon mal angesehen hat, der weiß auch, ein Welsmaul ist groß genug, da findet der große Haken auf jeden Fall Platz. Das ist jetzt, ich glaube, Größe 1 oder Größe 2. Das kann man nehmen und das Vorfach fällt relativ stark aus. Das werdet ihr wahrscheinlich schon gesehen haben, wenn ihr es vom Karpfenangeln kennt. Also beim Karpfenangeln verwende ich meistens dünnere Vorfächer, 20 Lips, 25 Lips oder so. Aber hier beim Welsangeln habe ich jetzt ein 35 Lips Vorfach dran. Geflochtenes Vorfachmaterial, ganz einfach aus dem Grund, weil ich ein bisschen Sorge habe vor dem Welsmaul. Ich meine, der hat ja diese Riffelzähne im Welsmaul. Und da habe ich halt eben Sorge bei einem dünneren Vorfach, dass das zu schnell beschädigt werden könnte, wenn das da im Maul hin und her bewegt wird. Und deshalb 35 Lips. Ich denke, da bekomme ich bei den Welsen so in unserem Format, so ich tippe, wie gesagt, immer, habe ich auch im ersten Video schon gesagt, in dem kleinen Flüsschen, wo ich da angel, so zwischen Meter, Meter 50, vielleicht mal 1,70 Meter. Aber so diese riesen Ballermänner sind da nicht zu erwarten. Und deshalb denke ich, dass ich mit diesem Geschirr hier auskomme. Und ich fische das an der Festbleimontage. Hier habe ich eine Schlaufe, das schlaufe ich dann einfach in den Wirbel vom Safety Clip dann ein. Also eigentlich wie eine ganz normale Karpfenmontage, nur halt eine Nummer stärker oder eine Nummer dicker, wie man es sehen möchte. Jetzt habe ich diesmal, das hatte ich beim letzten Mal nicht, jetzt hier noch mir einen Dip mal rausgesucht, so einen fischigen, aromatischen, würzigen Dip. Da werde ich jetzt den Köder vorm Angeln dann so an den beköderten Vorfach einfach so reintun.
wenn ich aufbaue oder so, dann packe ich den da rein für, was ich, für eine halbe Stunde oder eine Stunde oder so. Dann kann der ein bisschen von dem Aroma aufsaugen, denn die Welse, die stehen ja auch drauf, wenn der Köder so ein bisschen stinkt. Und ich glaube, das Zeug hier, das stinkt auf jeden Fall. Und da werde ich den Köder dann nochmal dann für eine Zeit reingeben. Und dann kann der im Wasser noch ein bisschen mehr Aromastoffe freisetzen. Ist ein bisschen attraktiver und ich hoffe, dass dann ja, der Wels schneller zum Köder findet. Also das ist Köder 1. Lege ich mal zur Seite. So, und jetzt Köder 2. Da habe ich ja gerade eben gesagt, dass ich da Pellets verwende. Habe jetzt hier das Vorfach und mein Pellet. Man sieht schon, das ist echt ja, ein ordentlicher Pellet. Also 30 mm. Der hat ein Loch. Und den kann ich auch ganz einfach am Hafervorfach anködern. Das ist das gleiche Material wie beim Boilie, also 35 Lips Vorfach. Dieser große Karpfenhaken. Und wie man jetzt hier sieht, ein ziemlich langes Hafervorfach. Das hat seinen Grund, weil ich möchte den Pellet nicht irgendwie mit dem Stopper, also aufziehen und dann mit dem Stopper sichern, sondern ich möchte den praktisch einschlaufen. Das ist ja, eine alternative Befestigungsmöglichkeit für diesen Pellet, aber habe ich ganz gute Erfahrungen mitgemacht und jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert. Denn der hat hier, Pellet hat ja hier das Loch, da kann ich dann ganz einfach diese Schlaufe durchstecken. So, und dann nehme ich mir das Ende vom Vorfach und führe das hier so durch. So. Ich muss gucken, dass der Haken da durchgeht. So. Und jetzt ist der Pellet ganz einfach eingehängt. Gut, ich brauche jetzt keinen Stopper und trotzdem, ja, das kann hier wie gesagt nicht runterrutschen. Ich sichere das jetzt hier nochmal ein bisschen, ziehe das nochmal ein bisschen runter. Könnt ihr ruhig ein bisschen Druck machen. Ja, das Ding ist jetzt eingehängt, ich brauche keinen Stopper. Das Haar ist jetzt ein bisschen lang, das brauche ich, um diese ganze Einschlauferei machen zu können. Aber das ist eigentlich nicht so schlimm. Das sind jetzt vielleicht 2,5 cm oder so. Also ein bisschen länger als beim Boilie. Aber ich habe jetzt eigentlich nicht gemerkt, dass das negative Auswirkungen haben könnte, dass der Fisch nicht richtig hängen könnte. Also wenn der Wels da einmal dran saugt und die sind nicht verangelt oder sind nicht sehr vorsichtig, weil sie sowas noch nicht kennen, dann glaube ich, dann gibt das kein Problem und der Haken kann auch locker dann im Welsmaul in der Seite irgendwo in dem Fleisch dann greifen. Dürfte kein Problem sein. Wie gesagt, hier in Deutschland habe ich mit diesen Pellets auf Wels jetzt noch nicht geangelt, sondern nur in Spanien. Mal gucken, ob das funktioniert. Hier in Deutschland soll das ja mit Pellets ein bisschen schwieriger sein, aber wie gesagt, ich habe schon mit Boilies gefangen. Warum soll das mit Pellets dann nicht gehen? Das ist jetzt die Taktik für meine ja, zwei Montagen, die ich da ausprobieren will. Heute Nacht. Und alles Weitere, würde ich sagen, machen wir dann am Wasser. Ich muss gucken, es wird ja schon wieder immer im Winter früh dunkel. Ich muss jetzt aber nochmal ins Büro noch was tun. Und dann sehen wir uns ganz einfach, wenn ich am Wasser alles aufgebaut habe und es hoffentlich was gibt. Bis später. Ja Leute, da bin ich wieder. Es ist mal wieder dunkel. Das heißt, ich habe das ganze Gerät schon aufgebaut. Gerät ist relativ. Ich habe mich gerade eben noch richtig geärgert, als ich das Futteral aufgemacht habe. Ich habe nämlich beim Zusammenpacken oder beim Packen des Autos, hat zu Hause noch fünfmal das Handy geklingelt, haben noch Leute angerufen. Habe ich natürlich ja, meine schönen Edelstahl-Banksticks und Buzzerbars vergessen und natürlich auch meine ja, tollen Bissanzeiger. Und jetzt ja, stand ich so ein bisschen blöd da. Gott sei Dank habe ich ja immer noch so eine Art Notbesteck dabei. Also zwei alte Edelstahl-Banksticks, die ich immer ganz unten im Futteral rumfliegen habe. Sozusagen ja zur Not dann. Die habe ich dann genommen und in der Tasche habe ich auch noch zwei alte Bissanzeiger gefunden. Und ja, da habe ich dann wenigstens was für vorne gehabt. So oldschool ist das jetzt so richtig. Sind die Bissanzeiger, mit denen ich damals angefangen habe, auf Karpfen zu fischen. Kennt ihr vielleicht auch, so altes Gerät, da ja, hat man noch eine gewisse Verbindung zu und das schmeißt man da nicht weg und da angelt man dann auch gerne mit. So, jetzt war das Problem, ich hatte hinten jetzt ja, keine Rodrests, das heißt nichts, um die Rute zu fixieren. Ja, und was habe ich da gemacht? In meiner Not habe ich dann ja, so einen alten, dicken Baumstammstück habe ich jetzt hinten auf das ja, hintere Duplon-Teil von der Karpfenrute draufgelegt und hoffe, dass das hält. Das ist mir auch noch nicht zum ersten Mal passiert, das hatte ich schon ein paar Mal. Aber habe ich auch ein paar Mal gemacht so mit dem Baumstamm und das hat immer ganz gut funktioniert. Also wenn euch das mal passiert, merke,
ein Stück vom Baumstamm ist auch ein guter hinterer Radreist, wenn es sein muss. Zur Taktik, links, linke Route, habe ich jetzt den Pellet, den großen Pellet dran, an der rechten Route den großen Boilie. Und ja, der Boilie riecht jetzt ganz schön, weil er in dem Dip gelegen hat. Der Pellet arbeitet ja unter Wasser auch recht gut. Der löst sich ziemlich langsam auf. Also das ist dieser XXL-Pellet. Das habe ich schon ein paar Mal. Den kann man über Nacht locker im Wasser lassen. Also der ist nicht so wie diese anderen kleineren Pellets, die sich dann innerhalb von 2-3 Stunden aufgelöst haben oder so. Jetzt gut, in dem kalten Wasser eh nicht so schnell. Aber ja, da besteht jetzt nicht die Gefahr, dass der Köder dann jetzt ja, morgens nicht mehr dran ist. Aber trotzdem werde ich mal 2-3 Mal die Nacht mal kontrollieren, ob der Pellet da noch dran ist, beziehungsweise was sich da getan hat. Und ja, soweit bin ich jetzt mal wieder ganz optimistisch, auch wenn es Winter ist, aber es ist echt verdammt mild. Dafür soll heute Nacht noch Wind kommen, auch Regen. Hoffentlich klappt das mit dem Film, wenn es regnet. Aber ich bin erstmal optimistisch, guck, was passiert und sag dann wie immer, bis später. Es wird nicht hell, jetzt ist die Route doch noch abgelaufen. Ich hatte schon wieder Sorge, dass es nichts gibt. Aber die typischen ja, Schwanzschläge, die man immer spürt für einen Wels, die fehlen. Also ich bin nicht sicher, ob das ein Wels ist. So, jetzt habe ich ihn schon hier vorne, weil viel macht er auch nicht. Da ist ein Karpfen. Also wenn man Welse fangen will, fängt man Karpfen und beim letzten Mal war es umgekehrt. Jetzt muss ich den nur noch sicher landen können. Hier mit der Strömung ist das nicht so leicht. Da muss ich ihn immer erst ein bisschen vorziehen. Und dann gucken, dass ich ihn mit der Strömung mitkriege. Jawohl! Ah. Geil! Auf den Boilie habe ich jetzt einen Karpfen gefangen. Letztes Mal Wels, diesmal Karpfen. Ich nehme ihn jetzt mal mit zur Matte. Allzu groß scheint er nicht zu sein, aber dann sehe ich dann, was es wirklich ist. Ja, man kann sehen, der hat vielleicht so 10, 12 Pfund, würde ich sagen. Aber der hat sich den großen Boilie doch relativ gut reingepfiffen. Also so selektiv ist das nicht. Die Flusskarpfen sind ja immer relativ spritzig. Und hier kann man sehen, so ein typischer Flussschuppi ist mindestens genauso toll wie ein Wels. Aber diesmal hatte ich ja eigentlich auf den Wels abgesehen. Aber es kommt beim Angeln immer anders, als man denkt. Aber trotzdem bin ich zufrieden. Ein schöner Flussschuppi. Karpfen habe ich jetzt im Sack. Wels war eigentlich das Ziel. Ich habe jetzt noch eine Stunde, anderthalb, bis ich abbauen muss. Da bringe ich die Route jetzt noch mal raus. Erfahrungsgemäß ist Wels jetzt hier in dem Gewässer morgens nicht so toll. Aber vielleicht habe ich ja noch mal ein bisschen Glück. Wir werden sehen. Wenn was geht, seid ihr mit dabei. Bis später. Ja, bis zum Morgen hat es jetzt leider keinen Fisch mehr gegeben. Aber was habe ich gelernt aus den zurückliegenden Sessions, dass man mit Boilies, also mit großen Boilies und mit angepasstem Gerät sowohl auf Karpfen als auch auf Wels erfolgreich angeln kann. Bei den Pellets bin ich jetzt noch nicht sicher, ob das auch funktioniert. Das ja, werde ich dann wohl noch mal in nächster Zeit ausprobieren, wenn ich ans Wasser komme. Ansonsten packe ich jetzt das Gerät zusammen. Der Wind wird immer stärker, auch wenn ich mich jetzt noch hier windgeschützt zum Film und für mein Abschlussstatement positioniert habe. Jetzt soll wirklich heute Abend Sturm kommen, deshalb gucke ich, dass ich jetzt hier schnell zusammengepackt bekomme. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, wenn ich wieder am Wasser bin. Macht's gut, fangt was, bis dann, tschüss, tschüss. Mein erstes Buch zum Thema Karpfenangeln ist jetzt fertig und erhältlich. Ich erkläre, welche Ausrüstung man braucht, welche Montagen und Tricks man wirklich braucht und was der Sinn der ganzen Sache ist. Dann erkläre ich, wie man an unterschiedlichen Gewässertypen oder Gewässersorten erfolgreich ist, auch zu den gewissen Jahreszeiten auch. Und sage auch noch was zur Boilie-Herstellung und zum Kauf von Fertigboilies. Versuche also das gesamte Spektrum der Karpfenangelei mit diesem Buch, so gut es geht, abzudecken und euch zu vermitteln, worauf es ankommt. Das Buch ist wie gesagt im Buchhandel erhältlich, könnt ihr überall im Buchladen bestellen oder auch im Internet bei Amazon. Ihr könnt es aber auch bei mir
direkt kaufen. Und dann so als besonderen persönlichen Service sozusagen schreibe ich euch noch eine nette Widmung rein, was ihr wollt, und schicke euch das dann zu. Ist vielleicht ganz schön, auch kann man auch ja, als nettes Geschenk machen. Schreibt mir einfach eine PN bei Facebook und dann machen wir das klar, schreibe ich euch eine persönliche Widmung rein und dann geht das Buch an euch raus. Kontaktiert mich und ja, ich freue mich auf eure Anfragen. Bis dann, euer Gregor.